Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Ark Valguero. Ich wollte gerade noch mal hier in die Aberration-Höhle gucken, ob sich was getan hat. Und hier läuft ein Dodo rum. Ein einzelner kleiner Dodo. Mit Medboost, das heißt, es sind sogar zwei Dodos hier. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich nur hier zwei Dodos, die gespawnt sind, oder kommt jetzt vielleicht nach und nach doch noch ein bisschen mehr wieder in die Höhle an wilden Dinos rein? Ich hatte mich dazu wirklich belesen, auch ob das jetzt hier ein allgemeines Problem ist, und ja, so im Prinzip schon. Das ist so ein altbekanntes Problem, was bei Ark im Singleplayer gerne mal auftaucht, dass die Höhlen einfach mal leer sind. Das gab es auch schon auf The Island. Ist jetzt hier auch offensichtlich nicht ganz so ungewöhnlich. Es ist halt ein bekanntes Problem. Und was ich halt dann gelesen hatte, was bei einigen funktioniert haben soll, ist halt die wilden Dinos zu resetten. Also einmal Destroy Wild Dinos, was wir halt auch schon in der letzten Folge gemacht hatten. Und dann hier unten einfach mal ein bisschen warten, Spiel neu starten und warten, ja. Spiel neu gestartet hab ich ja sowieso. Und jetzt bin ich halt nochmal hier und warte, dass sich vielleicht doch noch irgendwie was tut. Ja, ich habe dann die Dodos gesehen und dachte, ich schalte euch mal dazu, falls es nicht nur bei den Dodos bleibt. Derzeit sieht es aber doch danach aus. Oh, ein Dödi. Oh, jetzt haben wir immerhin schon mal Dodos und Dödis. Das ist schön. Das gibt mir dann doch Hoffnung. Hallo. Allerdings ist es natürlich immer noch, na, nicht ansatzweise ausreichend. So, da unten fliegt auch noch was rum. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe natürlich hier gerade von meinem Dino den Kopf im Weg. Ja, also so ein bisschen, ganz kleines bisschen hat sich was getan. Was ich jetzt natürlich nicht tun möchte, ist unvorsichtig jetzt irgendwo hinzulaufen und plötzlich spawnen dann doch alle möglichen Tiere. Hier muss ich auch aufpassen, dass die Dinos nicht hier den Abhang runterfallen, wenn sie mir folgen. Aber ich würde vielleicht doch mal ein kleines Stück jetzt weiter reingehen in die Höhle. Was jetzt in diesen Foreneinträgen natürlich nicht drin stand, wie lange man warten soll. Weil ein kleines bisschen warten, das kann alles Mögliche sein. Von 5 Minuten bis einer halben Stunde. Könnte dort weiter gucken oder hier einfach gehen, einfach gerade mittig ins Licht, ins Getümmel würde ich sagen, aber gut, derzeit ist das ja nicht das Getümmel. Ja, Dodos und Dödis. Mehr habe ich jetzt hier noch nicht sehen können. Also,
Und bei dem Bödi brauchen wir ja auch nicht über Mehrzahl sprechen. Das ist ja nur eine. Zwei Dodos, ein Düdi. Also ein kleines bisschen können wir ja noch weitergehen. Ich habe halt irgendwann die Befürchtung, wenn dann doch plötzlich Tiere da sind, bin ich vielleicht in einem Bereich der Höhle, wo ich mich mit den Gegnern nicht anlegen möchte. Weil Aberration hat ja durchaus sehr gefährliche Gegner. Hier höre ich wieder Dodos. Das kann doch nicht alles sein. Hallo, Ark. Wann kriegt ihr das mal hin? Keine Bugs zu produzieren? Wahrscheinlich gar nicht. Niemals. So was wird es nie geben. Ein bugfreies Ark. 1, 2, 3, 4, 5. Doch. Okay, jetzt sind alle da. Jetzt wird es dunkel. Na doch, ist ja auch spät nachts. Hier ist jetzt aber ein Webdog. Okay. Wieder mal was ganz anderes. Aber halt auch nur ganz vereinzelt. Warum sieht das hier so furchteinflößend aus? Liegt das jetzt nur daran, weil es dunkel ist? Von der Karte her nützt mir das hier natürlich auch nicht so viel, da drauf zu gucken. Das ist wie ein Portal. Das wäre hier wär schon eine schöne Gegend zum Erkunden, aber es ist halt so recht langweilig, ne? Halt, wie gesagt, auch gar keine Ahnung, wie lange man jetzt hier warten müsste, bis Tiere spawnen. Aber das ist ja eine gigantische Welt hier. Wenn ich gucke, wie weit wir jetzt schon auf der Karte gelaufen sind, unterirdisch. Wir sind jetzt schon fast am Rand. So, hier ist auch wieder Dodos. Dodos, nur Dodos. Ja. Da muss ich dann vielleicht mal ein bisschen aufpassen, das sieht nach dem Grund aus. Oh, da unten sehe ich ein Spino. Guckt euch das mal an. Ein einzelner Spino. Ich würde mal auch versuchen, dass ich dann nicht runterfalle möglichst. Solange wie ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Zu Fuß. Ich hoffe, die Dinos kriegen das auch. Wow! Wo kommt denn der auf einmal her? Okay. Oh, der hatte mir jetzt aber doch einen Schreck eingejagt. Der kam unerwartet aus dem Dunkeln. So, jetzt muss ich auch gucken, dass ich hier die anderen
auch wieder herbekomme. Okay, es gibt also doch so einzelne Gegner. Jetzt will ich mal schauen, ob ich da runterkomme, wo der Spino zu sehen war. Erstmal hier wieder unser Rudel zusammenführen. Den ist natürlich nicht gebacken hier. Hallo. Kommt ihr jetzt mal bitte wieder alle hier schön mit? Manchmal sind die aber auch echt bescheuert. Das jetzt hin? Das wäre wirklich toll. Ich würde ja auch gerne mal diesen Tipp ausprobieren, den ich von euch bekommen habe. Ich glaube, den habe ich auch schon mehrmals von euch bekommen. Ich habe es bloß zwischendurch immer wieder vergessen. Mal Leertaste zu drücken. Bei einem Kampf gegen größere Dinos. Para. Ich will jetzt hier nicht in diese Ecke mich drängen lassen. Ich habe bloß gesehen, es waren Tiere da. Und unwegsames Gelände, da muss ich auf die Pilze aufpassen. Jetzt hängt die wieder da blöd rum. Den armen Para hier gekillt. Ich schäme mich, dass es keine Dinos gibt, sondern kille ich die einzigen, die es hier geschafft haben. Was hängt ihr denn wieder so blöd ineinander rum? Ihr seid doof manchmal. Das jetzt hin? Immer noch nicht. Was macht ihr denn? Was seid ihr denn so blöd manchmal? Ehrlich. Ist doch nicht. Mann. Anstrengend mit euch. So, auf jeden Fall war das unten. Ist da auch ein Tier? Sind das Ravager? Oh mein Gott, es gibt Gegner hier. Ich glaub's ja nicht. Es kommen doch nach und nach Tiere. Und die würden uns sogar angreifen. Ich glaube, wir würden eigentlich sogar von einem Tier holen. Das ist nicht so. So lange nicht mehr Aberration hier gespielt. Okay. Gehen wir mal weiter. So, ich finde mich dann ja auch wieder raus. Bin jetzt hier so kreuz und quer gelaufen. Das ist so ein riesiges Gebiet. Wenn ich mich dann noch zurechtfinde. Ich müsste halt irgendwie noch weiter runterkommen. Ich will halt zu den Spinos. Das sieht nicht danach aus, als käme man dann. Also ich würde jetzt zwar runterkommen, aber ich möchte halt gern den richtigen Weg gehen. Einfach, ne? Damit ich zur Not auch schnell wieder zurückkomme, wenn ich einfach nur eine Klippe runterspringe. Klar, dass sie jetzt wieder hier sich festbacken, weil ihr einfach zu blöd seid. Kriegt das hier hin? Das natürlich auch nicht, weil ihr zu blöd seid.
Na, also wenn ich jetzt einfach mal hier irgendwo runterspringe, das geht natürlich. Und so wie die das jetzt hier machen. Wunderbar, springt einfach alle runter. Wisst ihr was? Wenn ihr einmal da unten seid, gehen wir halt alle hier runter. Jetzt habe ich zwar genau das gemacht, was ich nicht machen wollte. Aber... Na? Kann ich jetzt auch nicht ändern. Hauptsache, ihr kommt jetzt auch mal mit. Seid ihr hier in der Ecke und seid zu blöd, da rauszukommen? Ihr seid alle bescheuert. Also ehrlich mal, heute seid ihr ganz schön nervig mit eurer Wegfindung. Eurer fehlenden. So, wo ist jetzt mein Light Dino? So. Okay, dann sind wir jetzt hier unten. Und hoffentlich finde ich auch wieder einen Weg raus. Aber ne, theoretisch müsste es den geben. Und ich habe mal jetzt ein kleines Problem vielleicht. Was ist das? Hallo? Lamprey? Da haben wir noch nie was gehört. Sind das irgendwie spezielle Leeches, die es nur in Aberration gibt? Ja, so ein bisschen habe ich mich jetzt schon verirrt. Ist mir nicht ganz geheuer. So, Trilobit. Muss man ja auf die Karte gucken, ne? Um mal so eine generelle Richtung. In diese Richtung komme ich vielleicht eher wieder raus. Das ist aber auch unglaublich groß, dieses Gebiet hier. So, da oben komme ich vielleicht hier in diesen Hang, nehme ich vielleicht auch wieder raus. Aber auch hier ist sonst wirklich nichts. Oder warte, da hinten, da sehe ich was. Was sehe ich denn da hinten? Ah, Baryonyx, Anglerfisch. Okay, gut. Hier komme ich doch wieder raus. Para? Also so nach und nach kommen hier doch Tiere, aber es ist immer noch viel zu wenig. Oh, ein Bärchen. Na, die gehören ja eigentlich auch hier in die Gegend. Was ist er denn jetzt? Da. Level 20. In dem kann ich das vielleicht mal mit der Leertaste auch ausprobieren. Na, der zählt nicht als groß genug. Jetzt bin ich wieder an der Stelle. Ist aber immer noch nicht da, wo ich zu den Spinus kommen würde, glaube ich. Hier lang gehen. Die
5 versteckt sich hier wieder. Gebackt, ja. Ich glaube, hier war ich vorne unten. Da will ich jetzt aber nicht wieder hin. Ist das eine andere Stelle? Ich weiß es gerade gar nicht. Möglicherweise. So, dann gucken wir nochmal auf die Karte. Das geht auch wieder in die Richtung nach unten. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier ins Wasser springe. Ich glaube, irgendwas hat uns auch angeknabbert gerade. Ich weiß es nicht. Da hinten springt ein Frosch rum. Bin ich gerade von da gekommen? Wie komme ich denn jetzt zu diesen Spinos, die ich gesehen habe? Das verwirrt mich doch immens, diese Karte. Von hier waren wir ja gerade auch gekommen, ne? Ja. Laufe ich tatsächlich ein bisschen wirr im Kreis. Gut, hier komme ich nicht durch. Und ihr hängt auch alle blöd wieder irgendwo fest. Ist aber auch blödes Gelände hier. Nun denn. Vielleicht probiere ich es einfach nochmal, anstatt da rauszugehen, hochzugehen, wo wir das vorhin gemacht hatten. Ah, da ist auch mal wieder ein neues Tier. Noch ein Stück weiter zu gehen, da wo wir den Baryonyx gesehen hatten dann. Also hier war mal das letzte Mal rausgegangen. Guck erstmal, ob die Nummer 5 hier auch da ist. Ja. Müssen wir jetzt doch mal hier noch weitergehen. So, da ist der Baryonyx. Mit irgendwas kämpft. Warum ist jetzt hier Kampfmusik? Das greift doch nichts an, oder? Doch, irgendwas greift uns an. So ein Lamprey. Okay. Ja. Nee, aber das Spinos habe ich jetzt ja auch nicht gesehen.
kann ich ja jetzt auch hier hochgehen. Todos. Ja. Also, na, so ein ganz kleines bisschen Gegner waren ja durchaus da. Hier haben wir auch wieder. Aber das ist jetzt halt nicht die Masse, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass hier wesentlich mehr los wäre. Weil das ist so ein riesiges Gebiet und dann ist hier gar nichts. Das kann so nicht stimmen. Hier ist auch noch mal Wasser. Fische. Sieht man da, da ist auch eine Krabbe. Level 55. Ich glaube, mit der könnte ich es auch aufnehmen, oder? Waren die Krabben so schwierig? Alpha-Krabben ja, aber hier so eine, die müsste man doch hinkriegen. No risk, no fun, oder? Problem. Solange wie es keine Alpha-Krabbe ist. Ja, da drüben sind auch noch welche. Level 20. Hat die uns jetzt schon gesehen? Haben die so eine große Aquarange? Oben sitzt auch ein Dödi. Also da sind ein paar Tierchen offensichtlich. Da ist auch noch eine Krabbe. Level 55, also mit der sollte man es auch aufnehmen können. Was greift uns dort an? Okay. Jetzt habe ich das Gefühl, ist hier ganz schön was los plötzlich. So, Durst habe ich. Wasser sollte ich hier finden. Das sollte nicht das Problem sein. Okay.